Schlutzig sprang Morton in den Schacht und verschwand im Nu. Unmittelbar danach hüpfte Ex-Colonel Maxwell mit einem laut gebrüllten Geronimo in die Röhre. Frank warf zuerst seinen Flaschensack und sprang dann nach. Jetzt kam ich dran. Ich klopfte dreimal auf meine Dienstkappe und hielt mir die Nase zu, falls wir wieder im Wasser landen würden. Zu unserer großen Verwunderung plumpsten wir direkt auf die Spitze eines hohen Müllberges, inmitten eines großen, scheinbar künstlich angelegten runden Hohlraums. Der Raum war mit großen Fackeln ausgeleuchtet und wir konnten unsere Umgebung zwar verschwommen, aber doch einigermaßen gut erkennen. Maxwell zückte seinen Feldstecher und klurrte damit die Ferne ab. In westlicher Richtung sah er ein großes, geflügeltes Holzpferd. Südlich blickend konnte er einen großen Haufen von filzigen alten Bügelbrettern auslachen. Im Osten stand eine seltsame Maschine, die Dampf absonderte. Tatapuff, tatapuff, tatapuff. Dann blickte er eine Weile nordwärts, wollte uns aber nicht sagen, was er sehen konnte. Betrunken wie er war, stolperte General Morton über ein altes Spiralkabel, konnte sich nicht mehr halten und glitt den Müllhaufen hinunter. Auf halbem Weg verfing er sich seine Schnürsenkel in einem Wäscheständer und er blieb zappelnd daran hängen.